Hey, Sotte Leon hier mit einem neuen Video aus Escape from Tarkov und zwar mit einem Highlight des gestrigen Abends. Relativ kurz, ein Scaffron auf Shorelines und der Titel sagt, was es ist, wenn gar nichts geht, ein Scaffron geht immer und in diesem Sinne war es gestern mal wieder soweit. Ich bin ein ums andere Mal zusammen mit Nero gestorben und ja, um die Laune aufzubessern, immer wieder mal in einen Scaffron gesprungen. Und in konkret diesem hier auf Shoreline hatte ich eine Mosin und eine einzelne Bandage zur Verfügung. Und ja, normalerweise, wenn ich irgendwas habe, mit dem ich denke, an Waffen, mit dem ich was anstellen kann, versuche ich auf Shoreline auf Spielersuche zu gehen. Und so auch dieses Mal. Tja, und was dabei rausgekommen ist, werdet ihr jetzt in den nächsten 2-3 Minuten sehen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und sagt schon mal Tschüss. Bis heute Abend zum Talking Tarkov Podcast. Bis dann. Die ist die mittlere. Die SMB ist die stärkste und. Ach du Scheiße. Ich kriege auf jeden Fall gerade eine Lektion da drin, wie man die neuen Overpowered Scaff-Boss-Dudes killt. Okay. Also wenn ich richtig mitgezählt habe, haben die gerade 10 Granaten geschmissen, plus Flashbangs. Schießen hier auf mich. Okay, ich habe zwei Gegner. Get wrecked. Also einen Spieler habe ich. Zweiten Spieler down. Sag dir jetzt nicht, was hier passiert ist. Und was ist passiert? Ein Fulgi mit Ford und AK mit Infrarotscope gekillt mit einer Mosin im Scaffran. Nicht schlecht. Aus 20 Meter Entfernung. Was ist das für eine Waffe?
Du Scheiße, es darf Cheats geschrien werden. Die beiden werden es bestimmt. Und ich habe es natürlich nicht aufgenommen. Das ist jetzt im Moment nur... Der zweite hat Fort und Fast im Tee. Und ein M4. In Italien gibt es irgendwie ein Tarkov-Tournament? Mag sein. Ja, ich will mal wissen, was das für ein Tournament ist. Right Wing Gym Entrance. Tja. Kurzer Weg, aber risikoreich. Langer Weg, risikoarm. Leute, lasst das mit diesem Mosen, ist OP. Die Mosen ist nicht OP. Es ist eine Single-Shot-Waffe. Ihr müsst zielen und ihr müsst treffen. Das müsst ihr vorher mit der Sniper ganz genauso. Sollten die mich in Ruhe lassen? Genau. Hey, Boys. Das ist mein Exit. Ja, die dürften sauer sein. So ein Gear verliert man ungern gegen ein Scav. Das Ergebnis.